willkommen zurück zu einer neuen Runde Mega Man 5. Und ja, beim letzten Mal Wave und also Stone Man und Wave Man. Und wir machen weiter mit Charge Man. Sieht cool aus. Oh, cool. Nicht cool. Achso, da kann ich gar nicht lang. Oh Mann, die sind ja geil. Und hier geht's wieder runter. Oh Mann. Kommt mir fast vor wie in einem Hühnerstall. So, jetzt brauchen wir hier wahrscheinlich Rush Coil. Was ist das denn für eine Grütze? Oh Mann. Also Dr. Light, du hattest schon mal besseren Rush. Na komm runter. Wow. Jetzt habe ich schon so viele Buchstaben, aber immer ich den richtigen. Da sind Stacheln. Boah, die geben mir auch noch Gas. Okay, müssen wir wieder runter. Shoot, shoot, Mann. Wem haben wir denn? 9. Ja, komm. Okay. Kann ich. Auch nicht. Okay, gut. Also wir müssen es mit Stone Man angehen. Warte mal, jetzt mach ich mal speichern. Ne, das macht er immer nur so. Komisch. Ich verstehe nicht, was der Unterschied zwischen M und E ist. Wow. Hm.
Das gibt's nicht. Verdammt, ey. Das ist ein Boss, der ist jetzt ein bisschen mit der Waffe gay. Okay, warte mal, wir machen das jetzt doch anders. M füllt komplett auf. Ach, der füllt alle Waffen komplett auf. So gesehen ein Megatank. Das ist ein Megatank. Oder sowas. Energietank? Megatank, keine Ahnung. Löffelt ihm mal die komplette Energie auf. Okay. Finde ich gut. War echt assi. Also, der Boss selber war eigentlich gar nicht assi, der war eigentlich relativ einfach. Bloß mit der Waffe war es assi. Wahrscheinlich hätte ich ihn mit dem normalen Blaster komplett weggekickt. Oh, you got charge kick. Na, das wird ja wieder eine tolle Waffe sein. So. Charge würde ich sagen. Gravity oder Starman. Ich tendiere jetzt eher zu Gravity Man. Charge Kick. Ja. Wie mal überhaupt nichts passiert. Ah. Ja, cool. Nein. Da ist die Energie mal eben zu Boden gegangen. Okay. Nein. Oh Mann. Alter, ist das ungewohnt. Auf den Kopf zu spielen. Alter, ist das ungewohnt. Habe ich irgendwas zum Auffüllen? Ja, den Charge Kick. Machen wir den mal auffüllen. Ja gut, Energie, aber sagt nicht, dass ich die Gegner bekomme. Okay, den lassen wir in Ruhe. Oh nein. Wow. Alter, hier muss man einfach durchsteigen. Ey, das Ganze umgekehrt sehen, das ist so schwer. Echt.
Nein. Nein. So, den müssen wir wahrscheinlich so besiegen. Ich hab's irgendwie so im Gefühl. Ach nö. Nein. Na, Gravity Man. What? Okay, damit kriegen wir den schon mal nicht. Crystal Eye. Oh, shit. Nein, das ist es nicht. Wave. Oh, shit. Nein. Oh, Alter, ernsthaft? Na komm, machen wir es halt auf die klassische Variante. Ja. Das ist ein netter Gegner. Oh nein, ich mache mir den gleichen Fehler. Oh, leck mich doch. Na komm. Nein. Puh, bisschen beschleunigen das Ganze. Der ist echt assi. Konzentrieren. Hoch, runter, hoch, runter. Nein. Hier rechne doch genau meine Laufbahn mit, ne? Alter, ist das ein Boss gewesen? Ich glaub's nicht. Der war heftig. Der war wirklich nice gestaltet. Also die Prinzipien der Bosse sind eigentlich einfach, aber wie das Ganze umgesetzt wurde, Respekt. Gravity Gun? Gravity Hold. Okay. Was mit der Gravity Hold auf sich hat, das erfahrt ihr im nächsten Part. Ich bedanke mich ganz herzlich und sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer ProHot 9. Tschüss.